Was ich euch sagen möchte, ist, wenn ihr 30 Jahre alt seid, sollte jeder von euch vermögend sein. Reichtum ist unser Geburtsrecht. Wer hat das von mir schon mal gehört? Reichtum ist unser Geburtsrecht, okay? Reichtum ist unser Geburtsrecht. Ich glaube das fest. Aber dann schaut der ein und andere in sein Portemonnaie und dann sagt er, naja, so viel Geburtsrecht sehe ich da gerade nicht. Und da müssen wir uns doch fragen, wie kommt das? Und das hat einfach damit zu tun, dass wir so groß geworden sind, die meisten von uns, wie wir groß geworden sind. Ich bin sehr religiös großgezogen worden und da war Geld etwas Schlechtes. Also hatte ich auch keins. Und wenn ich etwas hatte, habe ich es schnell wieder ausgegeben. Ganz schnell. Die Vorbilder, die wir haben, ist unser Elternhaus, unsere Verwandtschaft, unsere Freunde, die Gesellschaft, die Politik. Und auf die Politik dürfen wir gar nicht schauen. Hey, wenn du so eine Firma führen würdest, wie du im Moment die Geldpolitik betreibst, bist du so schnell im Aus, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das sind die Vorbilder. Und weil wir diese Vorbilder haben, sind wir so, wie wir sind im Umgang mit Geld. Und dazu kommt noch etwas, was ich dann nenne die vier Probleme im Umgang mit Geld, über die sprechen wir gleich. Was ich euch sagen möchte ist, wenn ihr nicht reich seid und wenn ihr 30 Jahre alt seid, sollte jeder von euch vermögend sein. Wenn ihr 40 Jahre alt seid, solltet ihr vermögend sein. Und dann kommt dieses Ding, oh, dann habe ich etwas falsch gemacht. Nein. Nein. Du bist so geworden, weil die Gesellschaft so ist, die Politik so ist, deine Eltern so waren, weil deine Glaubenssätze so sind, wie sie sind. Aber wir können es ändern. Wir können es ändern. Ich weiß das, denn als ich mit 26 Jahren pleite war, da habe ich ja einen Coach gesucht. Ich hatte so eine Fernsehsendung gesehen und dann habe ich gesehen, okay, hey, die Top-Sportler, die in dieser Fernsehsendung waren, die haben ja alle einen Trainer. Also bräuchte ich, habe ich mir gedacht, auch einen Trainer, einen Coach, der mir zeigt, wie man reich wird. Ja, und diesen Coach, den habe ich dann gesucht, den habe ich gefunden. Und als ich ihn dann hatte, hat er mir ein paar Fragen gestellt. Und ich möchte vorschlagen, dass ich diese Fragen jetzt einmal wiedergebe und du einfach mal überlegst, was würdest du denn antworten, wenn dein Coach dir diese Fragen stellen würde. Also mein Coach hat mir die erste Frage gestellt, wie lange kannst du von deinem Geld leben? Wie lange kannst du von deinem Geld leben? Ich war ja pleite, als ich zu ihm kam. Ich war ja tief verschuldet mit 26. Also habe ich ihn gefragt, möchten Sie es in Sekunden wissen oder in Minuten? Fand er gar nicht lustig und hat dann gesagt, wenn Sie schon pleite sind, machen Sie nicht noch Witze über diesen unsäglichen Zustand. Da wehte aber plötzlich ein anderer Wind. Weil ich war so mit meinen Kumpels bis dahin zusammen und wir haben uns überboten, wer mehr Schulden hat. Wir fanden das cool. Und auf einmal höre ich dann, das ist gar nicht gut. Das Zweite, das er mich gefragt hat, ist, sparst du genug? Sparst du? Ich sage, machst du Witze? Ich kann ja nicht sparen. Wie soll ich denn sparen? Ich brauche ja das Doppelte, um überhaupt durch den Monat zu kommen. Und dann hat er mich gefragt, haben Sie einen Finanzplan? Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Finanzplan. Ich wusste gar nicht, was das war. Sagt er, doch, Sie haben einen. Ich habe gesagt, nein. Er sagt, doch. Dann hat er es mir erklärt. Sie haben einen Armutsplan. Denn um systematisch jeden Monat mehr Geld auszugeben, als man verdient, dafür braucht man einen Plan, wenn auch einen unbewusst. Dann hat er mich gefragt, kannst du von deinem Geld leben? Und ich wusste nicht, dass man dann reich ist, wenn man von seinem Geld leben kann. Damals habe ich wirklich gedacht, wenn ich viel verdiene, dann bin ich reich. Aber wann kannst du von deinem Geld leben? Es ist gut, dass wir uns da ein Ziel setzen. Dann möchte ich von meinem Geld leben können. Dann werde ich davon leben. Und fünftens, verdienst du, was du wert bist? Ich habe gesagt, nein. Er sagt, ja. Der Markt gibt dir immer, was du wert bist. Und ich habe gedacht, die erkennen nur meinen Wert nicht. Da musste ich auch noch einiges lernen. Sechstens, spendest du Geld? Da habe ich endgültig gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe gesagt, hey, man müsste mir was spenden. Da hat er mir aber den Kopf gewaschen, dass er gesagt hat, dass ich mir mal wirklich arme Leute angucken soll und nicht so einen Unsinn verzapfen soll. Und dass ich eine Verantwortung habe und dass ich etwas geben sollte. Und er hat mir damals das Versprechen abgenötigt geradezu, dass ich 10% von allem, was ich verdiene, spende. Und das war für mich ein unfassbar wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass wir das alle tun sollten, auch wenn wir denken, dass wir es nicht können.
Ich habe meinem Coach damals einfach vertraut. Und das hat damit zu tun, dass ich ja vielleicht so verzweifelt war, dass ich gedacht habe, ich selber kann es nicht. Schlimmer kann es dann nicht mehr werden. Und dann habe ich einfach getan, was er gesagt hat. Einfach getan. Und nach 4,5 Jahren war ich finanziell frei. Seitdem kann ich von meinem Geld leben, von den Renditen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl der Freiheit. Da geht es nicht um Geld. Natürlich geht es auch um Geld. Aber Freiheit ist etwas ganz anderes. Und für die Freiheit brauchen wir Geld. Freiheit bedeutet, dass wir so leben können, wie es für uns würdig ist, wie es für uns gut ist und für unsere Familie.